Ja, ich habe einen guten Bezug zu den Special Olympics, weil in Schladming hat ja schon einmal diese große Veranstaltung stattgefunden und habe da viele Freunde auch in Schladming. Aber mir war das jetzt ganz wichtig, dass ich einen Besuch habe statt bei den Athletinnen und Athleten, vor nun dieser große Sportevent beginnt. Und ich habe immer eine riesige Freude, wenn ich unsere Athletinnen und Athleten von Tirol natürlich sehe. Sie kommen ja immer wieder zu mir ins Büro und wir reden, wie es geht, wie die Vorbereitungen sein. Und für mich hat das schon auch ein Signal in die Welt hinaus. Ein Signal in die Welt, dass wir in Frieden miteinander leben sollen. Unabhängig von der Rasse, von der Herkunft oder ob jemand eine Benachteiligung hat oder nicht. Und dieses Signal wird durch die Special Olympics weit in die Welt hinaus gegeben. Und ich glaube, es sollten sich alle dieses Vorbild nehmen, wie diese Special Olympics hier abgehalten werden, mit dem besonderen Engagement der Athletinnen und Athleten, dem Betreuerteam, die ja unglaublich viel leisten, dass man einfach das als eine Vorbildfunktion sieht, dass einfach die Welt sich in die richtige Richtung entwickelt.